Hallo und willkommen zurück zu unserem neuen Let's Play. Willkommen zu Ikarus. Wir haben es ja vor 2 Wochen freitags angefangen, nachts, als der Release war. Haben danach dann letzten Mittwoch weitergespielt und haben uns ja da, wo wir gesehen haben, ja, die Missionen sind ja immer so ein bisschen zeitbegrenzt, dazu entschlossen, immer jetzt donnerstags für euch Ikarus zu spielen und bei Bedarf dann samstags weiterzuspielen, falls wir die Mission eben auf dem Donnerstag dann nicht schaffen sollten. Und ja, von daher, heute geht's los mit der zweiten Mission, die da heißt Livewire Tarasken. So, und bei mir ist wie immer der Dirk. Hallo. Hallöchen. Der Max. Hallo. Wie komme ich jetzt nochmal zu dir hin? War gar nicht, weil ich habe es ja noch gar nicht gestartet. Ach so, ich denke schon die ganze Zeit, irgendwas funktioniert. Ich bin schon die ganze Zeit am Suchen, wie bekloppt. Ja, also ja. Wir müssen 3 Orte scannen. Also Scanner Ort 1, Scanner Ort 2 und Scanner Ort 2. 3? Nee, da steht 2, es tut mir leid. David. Biom ist Wald. Hintergrund. Die Lagos-Einheit plant eine rasche Ausweitung der Operation im Bereich der exotischen Materie und hat eine dringende Ausschreibung für Aufklärungsdaten, insbesondere für neue Landezonen, veröffentlicht. Diese Erkundungs- und Kartierungsmission ist entscheidend für die Entwicklung dieses Planeten. Mission. Führe Radarscans an 3 wichtigen Standorten durch und sorge dafür, dass die Lagos-Einheiten die Daten erhält. Bedingungen. Vertragspartner werden mit Radarausrüstung ausgestattet. Alle anderen Risiken, Ressourcenkosten werden vom Vertragspartner selbst getragen. Es ist mit erhöhter Gefahr durch Wildtiere und schlechte Wetterbedingungen zu rechnen. Okay, dann wissen wir ja, was auf uns zukommt sozusagen. So, Schürfgebiet beanspruchen. Schlürfgebiet? Schlürfgebiet. So, Lobby erstellen. Nobby. Nee, nicht Nobby, sondern Lobby. Nobby also erstellen. Genau. Die Alea kommt auch noch gleich dazu, aber die ist irgendwie, keine Ahnung, wo sie gerade ist. Keine Ahnung, warum das so lange dauert. Lost in Space. Ich bin in Shipping. Ja, diesmal ist direkt die Hi-Res. Grafik offen. Das ist Hi-Res-Grafik. Ja, letztes Mal hatte ich im Cockpit nur so verschwommene Grafik. Okay, also kann ich jetzt zugreifen, aber wie geht das? Es müsste eigentlich gehen jetzt, ja. Wie mache ich das nochmal? Zurückgehen und dann oben dem Schürfgebiet beitreten. Dann siehst du eine Liste. Gehst du mit Druck zur Charakterauswahl und dann nochmal rein und dann siehst du oben. Bei Schürfgebiet beitreten, das ist das zweite, glaube ich. Dann kannst du oben die, dann siehst du es nämlich, was da auch angestellt hat. Schlürfgebiet beitreten. Genau. Genau. Habe ich nicht. Schon der zweite Punkt ist das. Du musst erst den Charakter auswählen und dann gehst du weiter. Online spielen oder spielen? Online. Ah, deswegen habe ich es nicht gefunden. Mhm. Oh, da kommt einer. Weißt du, das war ja offline, ne? Man kann, wenn ich da reingehe, habe ich keinen Charakter. Charakter bearbeiten. Charakter. Nein. Reise zum auf der Karte markierten Ort. Charakter bestätigen. Genau. Ja, aber das ist nicht mein Charakter. Wenn ich auf Online-Spielen gehe. Was? Wieso? Welcher Charakter ist denn das? Weiß ich nicht. Nicht deiner, oder was? Nee, ich bin Offline-Spiel gegangen. Na, ja. Offline ist falsch, du musst ja online gehen. Also ich würde auch behaupten, Offline ist verkehrt. Offline ist ja ohne uns. Ich komme dir entgegen, Maxi. Ich soll hier alles ausmachen. Charakter. Hallo, Maxi. Was? Maximilius. Wähle einen Charakter.
habe ich hier. Und dann habe ich nur noch Charakter löschen und aus allen Schürfgebieten entfernen. Na, den zweiten links und den zweiten Punkt muss ich nehmen. Das war der richtige. Den zweiten links, aus. Beitreten. Schürfgebiet beitreten. Ja, ein Haus brauchen wir ja nicht zu bauen, so wie ich das verstehe, ne? Habe ich nicht. Oder wie sie. Also du bist du die Charakterauswahl hast du gemacht, oder? Ja, der steht jetzt da und dann wähle einen Charakter. Genau, du kriegst unten auf den unteren Punkt und du sagst weiter oder was immer da steht. Dann drücke ich jetzt drauf. Ja, genau. Ah, eben bin ich nämlich die ganze Zeit in was anderes reingekommen. Ach so. Okay. Komischerweise. So. Ja, die Frage ist, machen wir langsames Spiel oder machen wir schnelles Spiel? Neues Schiffgebiet. Dürfgebiet beitreten. Nee, die Frage stellt sich nicht. Wir richten uns nach der Mission und spielen die Mission. Nee, die kannst du schnell erledigen oder langsam erledigen. Ja, wieso? Die Mission ist doch ganz klar. Wir sollen halt von A nach B. Ah, Nabut Mattes. Wir sollen von A nach B, von B nach C, von C nach D, von C nach E und dann haben wir die Mission erledigt. So. Was willst du da langsam oder schneller machen? Ja, indem man zum Beispiel levelt und baut und schaut und tut und so. Ja, das ist ja nicht Teil der Mission. Ich komme jetzt deswegen mal meine Frage. Okay, also macht man rasch. Gut. Ja, vielleicht zum Ende hin, das werden wir ja sehen. Oder wenn wir zwischendurch merken, wir brauchen Unterschlupf, weil das Wetter halb umschwingt oder so. Ja, man sicher braucht die Schuhe. Also ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Ja, aber das sagt ja schon die Missionsbeschreibung. Ich stürze ab, Hilfe. Ehrlich gesagt, sieht es genau so aus. Ich hör's. Oh, Wolf. La, bring ihn um. Das heißt, ich... Weiß nicht, was brauche ich nochmal für einen Knüppel oder so? Steinachs, Steinmesser. Stöcke. Ich sollte ja wenigstens Lieferfasern, Lieferstöcke. Wenigstens mal so ein Messer machen, damit ich mich verteidigen kann, ne? Ja, das ist kein Problem. So. So, wir kommen zu dir, Dirk. Und was zu essen sollte man unterwegs mitnehmen, logischerweise. Und Sauerstoff, logischerweise. Dirk, bist du da drin? Du bist doch gar nicht mehr drin. Nein. Genauso wie nicht. Genauso wie Maxi nicht hinter mir ist, wo ich denke, ja, wir laufen jetzt zusammen zu Dirk. Das war ja wohl auch nix. Nein, ich bin da hier. Ah! Da ist der Dirk. Ich sammle doch nur gerade, damit ich irgendwann was machen kann. So, jetzt ist natürlich ärgerlich, dass Alea nicht da ist. Anja, kannst du mir einen. Nee, Freunde, ich mach hier gerade alles an. Ja, ich weiß ja nicht, wo Carina ist. Auf dem Boden? Carina, bist du hier? Hi. Könntest du bitte mal Alea anschubsen, dass sie jetzt online kommen soll? Ja, die kommt jetzt, was sie will. Naja. Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll, aber sie will wohl kommen. Sie will nicht kommen, oder was? Nee, sie will kommen. Ach schon, okay. Oh, Wasser. Wasser. So, was jetzt zum Waschen war, Valerie. Ein Wolf weniger. Sehr gut. Du Wolftöter. Ja, ich würde sagen, ich nehme schon ein bisschen Oxid. Ja, besser er als ich, ne? Ja, doch irgendwie. Wieso? Ich mag Wölfe. Die Braten? Auch. Ich hab Wolf gegessen. Da mäht mich was an. Der ist auch fast getroffen.
Also ich habe schon mal ein bisschen Oxid gefarmt. Ah ja, genau. Schickst du mir ernst. Ah, ich glaube, ich kriege jetzt wirklich langsam die Grippe. Ja, Ronny, der spuckt rum. Der hat Corona. Was, der spuckt rum? Der hat Corona. Muss dir auch noch. Ich muss dir was Tolles erzählen, was sich jetzt die Regierung eigentlich hat fallen lassen hier in Deutschland. Aber da erzähle ich dir jetzt nicht online. Aber du bist ja so gerne so ein Verschwörungstheoretiker und von daher. Weil ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Doch, bist du. Alter. Bin ich, okay. Ja, doch, wenn ich so deine Posts lese, definitiv. Aber sowas von. Naja, wenn, dann bin ich ein Realist. Na, Jung. Realist ist ja jemand, der Tatsachen so nimmt, wie sie sind. Na? Das tust du ja nicht, du interpretierst sie. Nein, so. Ich bin nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Ja, also. Demnach bist du ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Das muss ja nicht unbedingt negativ gemeint sein. Das heißt ja nur lediglich, dass du über die Sachen, die es gibt, halb nachdenkst. Assi. Ne? Assi. Also. Da trifft doch auf deine Person zu. Also von daher. Unschuldig. Tag, Hasi. Willst du dich bitte vorbeigelaufen, oder was? Fuck, weg ist. Also ich kann jetzt gleich ein bisschen Fleisch machen, ne? Hast du schon ein Tier getötet? Nein, zwei. Ich finde keins. Ich sag mal schnell. Ich habe auch eins getötet. Zwei Wölfe. Ich nehme mal den Fell mit, weil. Ich sehe den Dirk nicht, wo ist denn der Dirk? Ich bin immer noch bei meinem Raumschiff. Ja, nee, ah, doch, ich sammle noch. Ja. Ich bin rot, diesmal. Ah, so laufe ich. Hey, da ist die erste Kiste bei den beiden. Habt ihr es denn? Ja, ja, ich habe sie gesehen, aber ich habe ja, logischerweise hab ich sie nicht angetouched. Und mir nicht angeguckt, weil ich auf Alea warten wollte, bis ich das tue. Naja, vor allen Dingen, da muss man aufpassen. Da kommen ja. Das ist nicht so einfach, glaube ich. Da muss man ja kämpfen. Was? Nee. Ja, sicher. Glaube ich. Muss in diesem Spiel auch kämpfen? Ich dachte, das wäre total friedfertig und es gibt keine Gegner. Großes habe ich. Es gibt ja Leute, die behaupten das ja. Gegen ja. Tier. Wie war das? Ich versuche mal den O-Ton. Gegen Tiere kämpfen werden keine Gegner. Herstellung. Ja. Oh, ich kann mal Lagerfeuer bauen. Auch mal Schwanz. Ich würde erstmal einen Unterschlupf machen, wo man nachher das Lagerfeuer reinmachen kann. Wieso? Achso, dass man was bauen soll. Ja, wenn es anfängt zu regnen, hätten wir ein Problem. Na, das hat das laut Patch Note geht's nicht mehr aus. Nicht mehr. Laut Patch Note. Laut Patch Note, da steht drin, dass es nicht mehr ausgeht, ja. Habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das gemacht haben, aber das stand tatsächlich in den Patch Notes drin. Ich weiß schon warum. Ja. Naja, die werden sich nur gleich gesperrt haben, ne? Ja, man muss ja nicht alles machen, was die Leute unbedingt wollen, oder? Ja, die Verkleider, die sind hätten noch anders genervt. Ja, aber mal ehrlich. Die Mission habe ich zweimal gemacht, den muss ich zweimal machen. Ja, beim ersten Mal ist nicht einer von diesen Spawnpunkten verschwunden. Dieser, einer von diesen drei. Wegbar. Ja, sie arbeiten ja dran. Ne? Also, ja, ja. Sie haben ja auch schon neue Missionen hinzugefügt. Das muss man ja auch mal erwähnen. Ne? Achso, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja, haben auch schon neue Missionen hinzugefügt. Ich glaube, 4 Stück. Wo seid ihr gerade? Ich bin Oxid anfahren. Also sprich, ich bin am Hang. Wir könnten mal in eine Höhle gehen, Eisen farmen, Eisenwerkzeuge herstellen. Also wir haben ja 6 Tage Zeit, ne? Also wir können, wir müssen nicht raschen. Ja. Ist denn da los? Doch.
Mir ja schön, dass die Tiere sich noch festbacken. Finde ich sehr positiv. Ja, den Trick war leichter, gell? Genau. Das wollte ich damit sagen. Ja, ja, passiert hier das. Also jetzt fängt es an zu nerven, dass Alea nicht online kommt. Wasser ist incoming. Aber nur eine Regenschauer. Oh Gott sei Dank. Leichte Regenschauer. Jetzt muss ich mal schauen, können wir eigentlich schon. Kannst du schon Holz bauen oder nur diese. Holz kann ich noch nicht bauen, ne? Dann mach ich, weil ich hab nämlich. Wie viel habe ich? Ich hab 9 Punkte verfügt, dann baue ich Holz, oder? Aber wenn du das willst. Ja, schaut sowieso nicht. Holzboden brauchen wir, Holzwände brauchen wir. Oh, ich habe jedenfalls jede Menge Oxid gefarmt. So, Holzboden, Holzwände, passt, dann könnte man eigentlich alles schon machen. Dann machen wir einfach mal Holz und eine Holztüre. Zur Erklärung für die Zuschauer, der Max spielt das Spiel auch privat und da man den Charakter eben halt von einem Spiel zum anderen portieren kann, kann er jetzt natürlich cheaten und quasi dem Let's Play vorwegnehmen und etwas bauen, was er eigentlich noch gar nicht kennt. Na, das stimmt, das kann man nicht. Ja, warum kannst du denn schon Holz bauen? Weil ich die Punkte noch nicht vergeben habe vom letzten Mal. Ich bin Level 7 und habe nur jetzt noch 4 Punkte. Ich habe es noch nicht vergeben. Ach so, das heißt, du brauchst vorher nicht auf Schrot zu machen, sondern kannst direkt auf Holz. Na, pass auf. Schon, schon, also ich bin im ersten Rang und da drüben ist Holz, Falken, Holzboden und Holzwand aus. Okay, wusste ich nicht. Also ich dachte, man muss erst Stroh machen, bevor man Holz machen kann. Der Strick, der geht durch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Okay. It's rain again. I know my love has a friend. Geiler Song. Ja, super Trend. Genau, super Trend. Oh, Gegenstand kaputt. Ich brauche eine neue Axt. Oder kann man die auch reparieren? Das habe ich jetzt. Die kann man reparieren auch. Repair. Ah, braucht nur einmal Stein. Nice. Also das mit dem Kontextmenü finde ich ja ganz gut gelöst, mit dem Rechtsklick und dass es nicht verschiedene Menüs gibt, sondern dass es eine 1 gibt, wo du hin und her switchen kannst. Ich habe mich das immer gefragt, warum man bei Spielen wie Forest und Miscreated dann mehrere Menüs macht. Warum, dass man das nicht so löst. Ich war offensichtlich nicht der Einzige, der sich das gefragt hat. Schon macht der Regen Schaden. So ein Schaden, aber du kriegst ja hier. So. Ich kann nicht. Ich habe sogar noch ein Verletz. Also wir bräuchten bald irgendein Feuer. Oh, ich bin überladen. Ich kann Feuer machen. Weil wir können Fleisch kochen, ne? Weil ich habe ein bisschen Fleisch zusammen. So, vielleicht sind 11 Stücke so ein Fleisch. Bauen, ha? Ich habe 11 Stücke Fleisch. Okay, oder brauchen wir mehr? Nö, ich habe auch noch Fleisch. Was hat's hier? 4 Stück, glaube ich, habe ich. Guck gerade nochmal. Du bist schon zu Ding. Fleisch. 3 Stück habe ich. Was ist denn da? Aber ich kriege Holz aber nicht ausreichend. Aber auf jeden Fall was zu trinken, merke ich gerade. Ich laufe in der richtigen Richtung. Also ich bin immer noch bei unserem Punkt.
Nein, ich glaube, ja, nicht in die richtige Richtung. Das ist Ego, den könnte man eigentlich immer machen, gell? Talent. Wie, hast du schon Level Up? Ja. Echt, wa? Wow. Cool. Ja, die Tiere bringen uns viel, gell? Ja. So, getrunken. Ja, das wird jetzt aber auch Zeit, Alea, ne? Da bin ich nicht schuld. Ich hab kein, das Update noch nicht. Ja, aber du hättest ja wenigstens schon mal online kommen können, oder? Und dann hätte es noch länger gedauert. Ich hab dir extra geschrieben, dass ich noch ein Update hab. Ich hab keine Nachricht bekommen. Ah, Regenschauer geht vorbei. Das war nicht schlecht, gell? Das stimmt allerdings aus recht. So, dann kommt jetzt noch Alea dazu. Machen so weiter. Platsch. Und schon wieder liegst im Gatsch. Was ist denn in diesem komischen... Wo ist eigentlich der... Ah, da ist er. Komischer was? Container. Da ist wahrscheinlich die Radarausrüstung drin. Ist es das Gebiet, das Gebäude da hinten? Die, ah, nein, das ist der Wasserfall. Die Bühne, oder? Was, ah, nein, passt schon. Ich komme, ich fliege, ich eile. Wo bauen wir denn die Base hin? Brauchen wir eine Base? Eine Base? Wo bauen wir sie hin? Brauchen wir eine Base? Naja, ich meine, es ist 14 Uhr, wir schaffen es sowieso nicht, wir müssen übernachten. Da die sagen, dann haben wir in der Base übernachten, oder? Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber ich denke, das reicht doch, wenn wir so gegen 6 anfangen, eine Base zu bauen, oder? Nee, da ist schon dunkel, da ist 6 nicht mehr. Nee, ich denke, um 9 ist es dunkel. Nee, 6 ist dunkel. Wir müssen ja rechtzeitig bauen. Ja, dann müssen wir bauen. Es muss ja kein großes sein. Kleine. Nee, braucht nur einen Raum. Sag mal, 4 Kachos groß oder so. So, da ist ein Schloch dabei, ja. Ja gut, dann ich baue mal Bodenkacheln. Woraus die sind, ist ja jetzt eigentlich völlig egal. Okay, dann mache ich die Wände. Genau, also ich baue noch Fasern. 4x4, oder? Oder 2x2? 2x2 hätte ich mal gesagt. Ja, ich weiß nicht, wie viel ein Schlafsack am Platz braucht. Aber wir müssen ja, wenn dann schon alle einen Schlafsack drin haben, ne? Ja, so viel Leder haben wir ja gar nicht. Ja doch, Dirk muss doch jede Menge Leder haben. Nee, der hat vielleicht einmal für sich selber. Ja, ich brauche jetzt noch Sauerstoff und dann... Also ich habe 3 Fell und 13 Leder. Soll ich schnell so ein Sauerstoffteil da hinsetzen? Irgendwo. In der Hütte, ja. In der Hütte. Ja, dann ja. Macht eins, weil mir geht langsam der Sauerstoff aus. Bringt das nicht das Problem. Bitte. Machst du 2 dazu da hinten? Ja, kann ich machen. Gut. Da kannst du hinbauen, Dirk. Dann kommst du um 8 Uhr danach bitte hoch. Du kannst das jetzt nicht bauen, das ist sowas. Weil dann würde ich nämlich noch weiter sammeln gehen für, weiß ich schon was. Oh, man braucht 20 Felle. Oh je, das ist ja wirklich viel. Ja, das ist das. Okay. Weil ich habe jetzt Felle? Felle? Ich habe Oxid Felle. Reingetan, Dirk. Also ich habe jetzt 23 Felle. 23, also für einen Schlafsack haben wir jetzt. Na gut, oh, dann müssen wir... Warte, ich guck mal, ob ich irgendwo eine Kiste setzen kann. Ich muss eine Oh, Kiste da kommt bauen. Jemand. Da kommt der Lea. Ja. Ja, die hört man. Holz, die hört ich, man, noch, ja. Ich muss noch Holz sammeln gehen, ja. Ja, das geht nicht. Denkst du an eine Tür? Ah. Nee, wir brauchen doch keine Türe. Ja. Ich würde sagen, flaches Dach Steine, reicht, oder? Steine. Ja. Steine haben.
Wenn wir schon eine Kiste machen, dann würde ich mich auf Jagd? Ich hab die Kiste und ich da sind deine Jagd. Drin. Ja? Dann kannst du mich das Fleisch da reinschmeißen. Da ist eine Kiste beim Fenster. Okay? Ah ja. Max, gehst du auch jagen? Weil ich kann keinen Bogen bauen. Ich kann nicht jagen gehen, dann baue ich das Dach. Dann schmeiße ich nämlich auch schon mal Fleisch und so da rein. Möhren habe ich. Na gut, Nahrung, Essen. Na, ja, wenn wir Fleisch haben, dann das Feuer bitte heraus zum Bauen. Hi, Alea. Kuckuck. Ich höre einen Golfwolfen. Was ist ein Golf? Weil ich habe nämlich jetzt geskillt, dass mein Ertrag von Leder höher ist, ne? Deswegen. Das ist gescheit. Wie keine Tiere. Doch, ich hatte eben Tiere gesehen. Theoretisch kann man das Haus ja immer abbauen und mittragen, ne? Theoretisch. Ja, wir können es ja immer mitnehmen, oder? Das Haus? Ja. Ja. Kann man abbauen und das kann man mitnehmen, ja? Kann man, oder bin ich da verkehrt? Nee, stimmt schon. Das ist richtig. Gut. Oh, die Herren ruhig. Oh, jetzt ist es dunkel, wir sprechen 16 Uhr. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich finde keine Tiere. Ah, du Wolfshund, ey. Wieso findest du Tiere? Das ist ja. Weil ich Jäger bin. Leute, ich bin Sammler. Das ist cool. Ich hab was gefunden zum Essen. Mais. Das ist gut. Wir werden satt. Wir werden nie mehr hungern müssen. Nie mehr. Oh, so kann man es ja lassen. So, dann gehe ich auch mal. Versuche mal eine handliche Jagd quasi. Aber jetzt ist genau der richtige Moment, wo man mal hier in die Kiste gucken kann. Aber was da drin ist, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Na, Twitch-Gucker, bleibt einfach dran. Spiegelt weiter für euch. Und ja, die YouTuber schalten morgen wieder ein zur nächsten Folge von Icarus. Bis dann. Tschüss. Au. Papa. Mit Ö. Genau.